In der Pause gemeldet und das ist an und für sich einer, der nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Heute macht er eine Ausnahme. Bitte begrüßen Sie mit mir, mit Marek Richter, dem Besitzer und Chef des Restaurants Livingston und der Brentels Bar hier von Robert Glock. Applaus für Robert Glock. Das haben wir sehr gerne und ich möchte sagen, seien Sie nicht schüchtern. Wenn Sie auch noch irgendwer Geld für uns haben, dann kommen Sie auf die Bühne, bringen Sie eine Visitkarte, wenn Sie keinen Scheck mit haben. Bargeld, glaube ich, wenn Sie so für den Wind haben, es muss schon ein bisschen mehr sein. Aber wir sind sehr, sehr dankbar und wir sind ganz besonders dankbar dafür, dass wir dieses Jahr so viel Geld einnehmen können und so vielen Vereinen helfen. Danke Ihnen allen auch dafür. Jemand, der gerne in der Öffentlichkeit auftritt, warum heute die Ausnahme? Na, mir hat das wahnsinnig gut gefallen, dieser Aufruf. Und ich habe mir schon vorher gedacht, es sitzen eigentlich wahnsinnig viele Leute herinnen, die sehr neugierig sind. Und ich mache mal am Anfang, vielleicht gibt es da noch jemanden. Ja, es
gibt immer jemand, der sagt, es tut nicht weh, macht euer Börser auf, der ist auch heute da. Genau in diesem Sinne. Das finde ich sensationell, wir wussten das vorher nicht, der Scheck ist einer unserer vielen Schecks, die sind für 5000 Euro. Das ist ein Plus für heute Abend dazu. Wow. Dankeschön, Robert Klopp. Vielen Dankeschön, Frau Lichter. Toll. Ja, Klopp, 5000 Bücher. Anzeichen, wie gefällt Ihnen die Show? Wem gefällt die Show? So, jetzt kommen wir an eine Zeit, mein Schatz, da warst du noch nicht einmal in den Windeln. Du warst noch nicht einmal geplant. Der Mann, der jetzt kommt, ist ein absoluter Topstar, also ein Weltstar, Dutzend Millionen verkaufte Platten. Er ist Engländer, meine Damen und Herren. Und was immer wir von Amarillo hören oder von Maria, ist toll und es ist super, dass er den Weg zu uns gefunden hat nach Österreich, dass er hergekommen ist von seiner Heimat Großbritannien. Hier kommt One and Only. Tony Christie.